So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense 5. Es geht weiter mit dem Dschungel in der Zwischenstüfler Stufe. Ach, ich hasse dieses Wort. Zwischentüftler fand ich aber viel cooler, als ich das noch dachte, dass es so heißt. Dschungel ist jetzt am Start mit Mittel. Schnellstrecke lassen wir an, ist klar. Und wir werden... Ein Heli werde ich jetzt nicht unbedingt gleich bauen am Anfang, das ist ein bisschen doof. Aber ich werde den Heli bauen, definitiv. Ich werde den Heli bauen. Ich würde sagen, wir packen erstmal eine Bananenfabrik hin. Eine Bananenplantage. Und jetzt werden wir hier den Rest mit Dingen vollpumpen. Warte mal erstmal den Skill mit der erhöhten... Wobei, naja, ist schon klar. Kommen ja alle rein. Zack, und hier oben werden wir noch einen hinbauen. Das ist normalerweise, was wir... Unser erster Korb wäre jedenfalls nicht gewesen mit dem Mr. Mobile Fanboy und mir. Ja, da war eine andere was gewesen. So, zack. Verdammt, der ist außerhalb des Dingens. Warum ist der außerhalb? Scheiße. Dann muss ich das Ganze doch mal neu bauen. Ach man, das kann doch nicht sein. So, ist schon wieder zu leise. Dass ich das auch immer resette, der Sound ist Wahnsinn. Okay, also muss ich das so machen. Das heißt, ich lasse es in der Kurve dann da unten drin. So, etwas ist mittig. Deswegen meinte ich gerade, kann man hier... Ich mache das jetzt einfach scheiß drauf. Oh, zack, hauen wir hier das Ding rein. Hier noch einen hin. Und... packen wir hier noch einen hin. Bananenplantage noch dazu und dann jetzt richtig viel Fettkohle. Mehr Banane und Bananenplantage könnte man sogar machen. Nee, ich muss die Skills noch machen. Okay, mehr habe ich jetzt nicht. Ah, dann lassen wir die jetzt mal durchrushen hier. Also hoffentlich kommen sie nicht durch. Ah ja, Bananas noch mitnehmen. Gar nicht vergessen, die Bananas, und gehen sie weg so schnell. Kannst du gar nicht gucken. Ah, die sind so geil, die. Ja, ihr wisst schon. Die Explosionsaffen hier. Wie jetzt so wenig Bananen habe ich nur bekommen gehabt. Gerade in der Runde. Jetzt werde ich gleich den Heli-Skin als nächstes. Denke ich mal. Batsch, batsch, batsch. Solange es noch keine Probleme gibt, kann man den Heli, kann man die Bananenplantage ruhig noch machen. Wenn da allerdings irgendjemand durchkommen sollte in knapper Zeit, dann... Na, lange wie wir Bananen können machen. Sollte man dann doch schon den Heli skillen. Oder Heli hinsetzen. Ah, Heli ist wirklich, also ich muss sagen, Heli ist mit die geilste Truppe überhaupt. Er ist extrem stark. Extrem stark. Ah, Tarnballons, war klar. Müssen ja auch bald kommen. Noch reichen die ganz normalen Dinge, sind ja Affen, ja, ne? Das ist krass. Kann man sogar noch einen hinsetzen. Ah, wieder ordentlich Geld rausgehauen, aber trotzdem ein bisschen mehr Defense wieder. Das ist schön, das ist schön. Auf jeden Fall reichen die. Ich muss sagen, dieser Dings ist am besten, der Wurfpfeilaffe. Dieses Areal, dieses komische Spezialland. Kommt einfach keiner mit. Das ist so eine krasse Fähigkeit. Du sparst einfach so viel und hast einfach jedes Mal recht sichere Defense. Selbst wenn die auf Stufe 1 nur sind, ist ja egal. Trotzdem ist es recht sichere Defense, die man hat. Und wo man halt nichts mehr machen muss, ne? Also. Was heißt nicht da machen, wo du halt auf jeden Fall Defense hast, ne? Ich weiß jetzt nicht gerade, was ich sage. Ich muss mich darauf konzentrieren, Bananen einzusammeln. Du hast auf jeden Fall Defense. Und vergiss sowas halt nicht. Du hast immer Tower. Selbst wenn die auf Stufe 1 sind, sind die stark genug. Wenigstens ein paar Dinger platzen. So teuer sind die auch wirklich nicht. Das sind die Tower mit den billigsten Upgrade-Stufen. Was schon extrem geil ist. So, gleich haben wir es. 1700 nur noch für die Affenbank. Dann sind wir nämlich auch fast schon beim Moab. Aber bis dahin kriegen wir auf jeden Fall die Dings noch hin, die... Na, ihr Bösen, ihr. Bisher noch kein Leben verloren? Wunderbar, da haben wir die Affenbank, sehr schön. Und wenn wir die jetzt Runde jetzt noch überlegen, kommen wir einen Heli hinpacken, werde ich wahrscheinlich gleich direkt wieder daneben packen. So, haben wir den Heli. Ah ja, hier unten ist er. Geht weg. Geht alle weg hier. Sie sind auf jeden Fall... Alles okay. Alles easy. Schade, ich... kann ihn nicht... Doch, da ist er. Da passt er hin. Da passt er hin. Wie auch immer. Aber das noch mit dem 693. Verfolgen wir den Gegner mal. Und auf geht's. Dann verfolgen wir mal... Der Heli ist einfach so ein richtig krasser Tower.
245 direkt in der ersten Runde. Hat er kaputt gemacht. Und wenn wir jetzt halt den noch stärker machen, größere Düsen, können wir noch Tarnballons, Fallbind können wir noch machen, dann werden die Ballons sowieso zurückgestoßen. Vor allem, man fühlt sich jetzt richtig, richtig safe jetzt, wo man den Heli hat. Weil er einfach mega stark ist. Kann aber nichts dagegen tun. Nix, nothing. Ja, Fallbind können wir noch machen. Gegner werden halt zurückgestoßen, sieht man auch schon teilweise, wie sie zurückgestoßen werden. Schon sehr vorteilhaft, wirklich sehr vorteilhaft. Nächste Runde kann man die Dings bauen, die nächste dann. Geht weg. So, zack, können wir das noch machen. Und so hat man langsam wirklich mehr auf die Defense konzentrieren, weil zwei Runden haben wir nur noch, bis der Moab kommt. Wir haben ordentlich Leben schon verloren, das ist hier nicht so toll. Vielleicht gleich den nächsten Heli hinbauen. Vielleicht sollte man wirklich zwei so eine Dinger bauen. Zweimal Leben wiederholen in den Runden, das ist schon ziemlich krass. 1416. Wir warten noch eine Runde ab. Dann haben wir nämlich den Heli, können wir wahrscheinlich noch stärker machen dann. Sofern wir das überleben sollten. Ich hoffe es mal. Wenn wir ganz kurz langsamer hier, kann man noch einen Affen hinsetzen. Zack, auch wenn er nur einen kaputt macht. Hauptsache, wir haben ein Gesetz, wir kriegen halt, haben halt umsonst bekommen. Das ist kein Ding. So, nächste Runde kommt ja wie gesagt der Moab, das ist ein bisschen schwieriger. Da müssen wir auf jeden Fall den Heli erstmal hinsetzen dann. 1500. Schon ziemlich teuer. Aber er lohnt sich. Geilste Einheit überhaupt, weil sie halt recht flexibel ist. Es ist natürlich doof, dass ich den jetzt noch nicht, dass ich die Gegner jetzt halt nicht damit kaputt machen kann. Aber das ist egal. Nehmen wir mit, 3115. Verfolgen. Verfolgen wir den Gegner. Und größere Düsen und zack, Fallwind auch noch. Ah, sehr schön. Der Fallwind ist wirklich eine sehr schöne Fähigkeit. Jetzt sind natürlich noch beide. Beide auf die Chinooki-Dingensen da skillen, ne? Sonst sieht schlecht aus irgendwann, wenn jetzt noch mehr BFBs kommen sollten und so weiter. Vielleicht sollten wir auch erstmal... Ah, einen Superaffen will ich jetzt nicht unbedingt hinsetzen. Affenfestung können wir noch machen, dann können sie noch einen mehr platzen lassen. Eine Blumenschicht. Vielleicht sollten wir auch erstmal überall einen Klebstoffschützen hinpacken, um die ein bisschen langsamer zu machen. Wow, der Klebstoffschütze ist auch jetzt ein bisschen Geldverschwendung, wenn ich das hinsetzen sollte. 10.000 habe ich dann schon. Ah, lass kein BFB jetzt kommen oder kein Moab oder so. Und nächste Runde haben wir nämlich das Ding, diesen Skill. Wenn das jetzt so weitergeht. Das ist richtig genial, diese Bank. Wirklich. Sofern sie jetzt nicht durchkommen sollten, hätten wir das durchaus. 14.000, ja, reicht schon. Nehmen wir mit. Ah, das ist leider nicht das, was ich will. Ich will ja das andere haben, das Leben. Boah, schade, dass man das gleich nicht am Anfang direkt das Leben bekommt. Das ist ärgerlich. Aber trotzdem ausgeschafft. Hat zwar ein bisschen weniger Geld da drin, aber ist egal. Wir kriegen ja dann die ganzen Runden die... das Leben. Kommt Moab schon wieder, what the fuck. Okay, 6.000 brauche ich halt noch und wir können ihn gleich wieder benutzen. Aha, knapp. Zack, gib mir Leben. 68 Leben, richtig krass. Puh, ich bin also fast wieder beim Anfangsleben, das ist sehr schön. Das ist schon mal sehr beruhigend auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wunderbar, what the fuck. Da fuck, da fuck, da fuck. Wir kriegen so viel Zeug hier gerade. Ich möchte das gerne die beiden Skills mal gleichzeitig benutzen, deswegen warte ich mal ganz kurz, bis ich... Ah, schön den Moab töten, nicht, dass hier irgendwie was durchkommt. Das wäre ganz ungünstig. Ach Gott, dieser Fallwind ist wirklich richtig OP. Dann werden wir hinsetzen, zack. Kommen wir hier noch den Unterstützung und bam bam. Achso, kann ich gar nicht hier so hinsetzen. Zweimal Money, 6.000 gleich wieder bekommen, richtig krass. Dschungeltrommeln, das heißt, sie greifen schneller an. Ich sehe meinen Mauscursor nicht, da ist er. Zack, sehen wir den hier hin. Und ich würde sagen, das war's gewesen. Ich glaube, hier kommt kein einziger mehr durch. Super, wenn wir uns noch hinsetzen. Jetzt warten wir immer auf die Fähigkeiten, kriegen wir jetzt die ganze Zeit Leben. Also 130 Leben pro, alle zwei Runden kriegen wir dann wieder. Oder weiß nicht, 140 Leben, je nachdem, was sie mir geben wollen. Zack, zack. Ja, 120 Leben, das ist schon krass. Wir können Mobs durchrushen, ist mir egal. So oder so kommt da kaum... Irgendwas durch 3100 da schon wieder. Und halt, ja, müssen wir halt unseren Super Monkey aufrüsten, damit er noch ein bisschen mehr kaputt machen kann. Richtig genial, wirklich diese die Helis. Untere Stufe, danke für den Tipp, Leute. Auf jeden Fall ist das sehr geil.
Sehr, sehr genial. Auch wieder 3500 bekommen. Echt krass. Wie gesagt, können Moabs durchrushen. Ist mir jetzt egal. Also jetzt nicht 100%, 100 viele, 100 Moabs oder so. Sondern wenn ein Moab mal durchgeht. Ich glaube, weiß ich gar nicht, wie viel Leben das überhaupt kostet. 200 vielleicht oder 215 irgendwie so. Das können wir wieder leben. Einfach krass. Die Bank kriegt auch die ganze Zeit, die Bank auch nur am Geld farmen die ganze Zeit. Wobei ich das Geld eigentlich gar nicht mehr brauche, weil ich durch die Unterstützungspakete was bekomme. Sollte man vielleicht auch so machen, dass man das Geld halt dann nicht durch die Bank nimmt, sondern durch die Heli-Unterstützung dann, also die unteren Zweig. Beim nächsten Mal also die Bank weglassen, gleich die Bananenplantage und direkt auf die unteren Helis gehen. Aber mal schauen. Oh ja. Den einen konnte ich gerade nicht hinsetzen. Ist egal. Gott der Sonne. Zack, 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 zack. Easy. Jetzt haben wir immer noch 17.000. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Machen wir noch einen Affen hin. Noch einen super Affen. Zack. Auf geht's. Gleich haben wir wieder die beiden Pakete. Es ist so einfach eigentlich, wenn man das dann hat. Die beiden. Wieder 100, 130 Leben dazu. So easy. Da ist ja Mittel wirklich eine richtig leichte Sache. So, zack, gleich wieder die. Oh, wieder 10.000 dazu. Achso, 14.000. Dann machen wir hier noch mal ein bisschen was mit. Dann haben wir hier 14.850 schon. Go, go, Affen, Tempel, Gott, wie auch immer. Alles putt machen. Können die schon Tarnballons sehen, die ganzen? Nee, wa? Die, Mensch, was macht denn der hier? Die Tempel des Sonnengott, die Affen, die Dinger da, die dreifach schützen, können das noch gar nicht sehen, ne? Die Tarnballons. Theoretisch erst, wenn ich den hier mache. Zack, Radarscan, jetzt können sie theoretisch die Tarnballons entdecken. Schon krass, okay, schon krass. So, die haben mittlerweile schon 22.000 gemacht, der hat schon 9.600 nur, 11.000. Also so viel machen nicht, unterstützt halt extrem mit diesen Paketen. Wieder, weiß ich nicht, 3.400 wieder dazu bekommen, sehr schön. Okay, das war's wieder gewesen. Easy, jetzt kann man überall durchwaschen, ist ja mega einfach eigentlich. So, nächste Runde. Werkstatt, oh, Werkstatt könnte gemein sein. Club Loon. Werkstatt, also wie gesagt, wir machen das jetzt mal ohne Bananenplantage. Und dafür halt mit den Helis. Ah, die Frage ist, wo machen wir das hin, ne? Wenn wir das Affendorf hier machen, kann man unten zwei Helis hinsetzen. Hier. Vielleicht hier so hin, erstmal ein. Zack, verfolgen. Und dann halt noch, ja, ich würde ja ein bisschen noch einen Heli hinbauen, aber passt halt nicht. So, müssen eigentlich alle in der Range noch sein, wunderbar. Dann schauen wir mal. Überall noch eine Langstrecke ganz kurz hinsetzen, ein bisschen mehr Range. Und auf geht's. Der Heli an sich sollte die aber eigentlich auch schon killen können, alle. Huch, achso, ist noch gar nicht Ende. Oder wir machen die Bananenplantage von am Ende. Also die Bananenplantage an sich wäre schon ganz cool. Ah, mal gucken. Lassen wir uns halt unsere kleinen Affen aufrüsten. Ja, der braucht natürlich noch die Unterstützung von den Affen, damit die kaputt machen können. 1590, Mal ganz kurz die Range erhöhen. Um zu gucken. Ah, passt noch ein. Quetsch dich drin hier, Kollege. Quetsch dich drin. Achso, dreifach Vorfall fehlt dann natürlich auch noch. Können wir mal eine Bananenplantage hin?
ein bisschen günstiger machen. Die ganzen Skills kostet alles auch noch weniger. Mehr Bananas. Drei Bananen oder so kommen die ganze Runden immer nur. Ist ein bisschen wenig halt. Ah, es reicht. So, erstmal. Kommt ja recht schnell zu den anderen. Zu der anderen Stufen. Tschu! Hey, schon eine ziemlich krasse Sau. 2100 Ballons schon kaputt gemacht. Oder 2100 Schichten. Muss man unterscheiden zwischen Bloons und Schichten. Wobei das eigentlich egal ist. Weil es für mich das gleiche ist. Für mich sind das einfach Bloons, die halt Bloons in Bloons in Bloons sind. So, wir müssen jetzt den unteren scalen, sonst kommen wir. Jetzt haben wir ein Problem. Wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Heli jetzt im Moment. Da, erstmal ganz die Bananen mitnehmen, sonst verschwinden die auch noch. Mensch. Und wo habe ich doch gerade hier was gesehen? Ich habe es doch gerade gesehen. Warte mal, wir machen ganz kurz auf Pause. Genau, da haben wir es schon. What the fuck? Ich hatte gerade auf Pause gedrückt, oder? Oder ich hatte nicht mal auf Play gedrückt. So, da haben wir ihn, den zweiten Heli. Auch wieder mit verfolgen. Komm schon. Verfolge den Gegner. Und jetzt sind beide da oben. Ja, jetzt können wir natürlich beide immer noch nicht diesen Ding kaputt machen. Ist aber egal. Wir können einen dennoch auf die rotierende Messer skillen. Ja, das war schlecht. Ne, jetzt werden wir den nicht mehr auf rotierende Messer skillen. Jetzt ist es egal. Ja, Elite Bloons kommen bestimmt noch ein bisschen durch, aber... Weil sie hat noch nicht angreifen können, weil ich die noch geskillt habe darauf. Wir aber trotzdem erstmal die Affenbank eigentlich machen. Meinetwegen sollen die erstmal durchkommen, die... Die Tarnbloons. Kommen recht wenig nur, recht wenig Tarnbloons. Ich liebe diese Affenbank. Geld aus dem Nichts. Sehr schön. Gerade noch so gerettet. 380 brauchen wir nur. Durch das Affendorf ja wesentlich weniger. Wobei ich werde das jetzt noch nicht ausbauen, weil dann kriege ich ja das Geld nicht, ne? Wisst ihr ja. Wenn ich das jetzt ausbaue, kriege ich die restlichen Bananen nicht gut geschrieben. Deswegen warte ich lieber auf die eine Runde hier, bis die fertig ist. Da kann man nämlich auch gleich die Tarnfähigkeit benutzen hier. Oder upgraden. Zack, zack. Sehr schön, jetzt können sie auch Karmelungs kaputt machen. Und in vier Runden kommen die Moabs. Ich denke mal, bis dahin habe ich locker die Fallwind auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil am Anfang... Ich habe verloren. Ich habe verloren. Warum das denn? Warum kommen da einfach mal so viel durch? Ja, es hat eine beschissene Map, weil du meist dich einfach... Ja, okay. Das war doof. Not concentrated, aber trotzdem war es das erstmal gewesen, Leute. Das ist schade, dass die Werkstatt, ich hasse die Werkstatt wirklich, ist auch so eine Map, die ich einfach hasse, weil die einfach so kurz ist. Sie ist so kurz und splittet sich gleich direkt am Anfang auf. Ja, ist nicht so toll, aber gut. Die Helis waren schon mal ein guter Anfang. Ich habe vielleicht ein bisschen was zu viel in die Affenbank wieder investiert. Und zu wenig in meine Dart-Monkeys, weil die haben keinen Dreifachfall gehabt und das hat schon ziemlich Auswirkungen gehabt. Aber na gut, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vom BTD 5. Rang 54. Mal haben wir geschafft. Rang 55. Mal mittlerweile. Leider hat uns wieder nicht angezeigt, was wir bekommen haben. Ist schade. Genau, wahrscheinlich haben wir weiß ich, irgendeine neue Map bekommen oder so. Abfluss kenne ich eigentlich alle, glaube ich, schon. Stimmt, braucht man ja aber neue Dings dazu, neue Level für die ganzen. Die haben wir jetzt geschafft. Ja, Plutonium-Labor. Sieht interessant aus und lasst uns einfach überraschen, wenn das dann irgendwann ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von BTD5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Bye, bye.